Wie fühlt sich das an, dieser Weltpokal? Ja, der Gewinn der Weltmeisterschaft fühlt sich immer noch ausgesprochen gut an. Nicht mehr so euphorisch wie in der Nacht von Rio, die einfach kein Ende nehmen wollte. Und wir sind natürlich auch im Alltag angekommen, besonders die Spieler. Da sind auch die ersten Enttäuschungen seitdem da gewesen. Einige sind verletzt, aber wir als Verband sind nach wie vor sehr, sehr glücklich und auch ja, ein Stück stolz, dass unsere Nationalmannschaft als erste den WM-Titel in Südamerika gewonnen hat. Ist der Fußball wirklich unpolitisch? Kann der Fußball unpolitisch sein? Der Fußball darf gar nicht unpolitisch sein, aber er kann nie die Lokomotive für die Politik sein. Also man kann ja nicht Verhältnisse in einem Land oder im internationalen Bereich ignorieren, nur man darf nicht vom Sport und vom Fußball verlangen, dass Dinge gelöst werden, die Politik nicht löst. Also gerade mit Blick auf Russland, 2018 die Weltmeisterschaft. Der Fußball kann nicht eine politische Lösung herbeiführen. Und es ist ja nun klar erwiesen, dass der Olympiaboykott 1980 politisch nichts bewirkt hat. Geschadet hat er nur den Sportlern, die um ihre Chance gebracht wurden, in Moskau um olympische Medaillen zu kämpfen. Die Ablösesummen im internationalen Fußball haben Größenordnungen erreicht, die für viele in keinem Verhältnis zu den sportlichen Zielen stehen. Schadet hier ein überhitzter Markt dem Sport? Also da wird mir ehrlich gesagt auch ganz unwohl, wenn ich diese Irrsinnssummen sehe. Da ist ja überhaupt kein realistischer Hintergrund mehr. Da sehe ich auch eine gewisse Gefahr für den Sport, speziell für den Fußball auch. Nur es ist der freie Markt. Und wir dürfen nie vergessen, dass diese Entwicklung so gefördert worden ist, fast hätte ich gesagt provoziert worden ist, durch das Bosman-Urteil von 1995. Deshalb werden heute langfristige Verträge im Prinzip mit dem Ziel abgeschlossen, sie zum Tag X nicht mehr einzuhalten. Und dann kommen diese Wahnsinnstransfersummen zustande. Ist der Sport ein Teil der Eventkultur und sind die Vereine überhaupt noch ein wichtiger und gewachsener Bestandteil des Gemeinwesens? Ja, das kann man nur unterstreichen, denn wo wäre unser Land ohne den Sport und ohne die Sportvereine? Was würden unsere Kinder in ihrer Freizeit tun, wenn sie nicht in hohem Maße die Chance hätten, Sport in den Vereinen zu treiben? Im DFB sind es fast 26.000 mit 6,8 Millionen Mitgliedern. Also ist ein klares Bekenntnis speziell zum Fußball als Sportart Nummer eins. Natürlich ist gar nicht zu leugnen, dass es auch in der Bundesliga, auch bei uns bei der Nationalmannschaft, um herausragende Events gibt, also wo auch nicht jeder Zuschauer weiß, was nun abseits ist. Und sage ich, na und, wenn wir über den Fußball Freude vermitteln, ist das gut. Aber im gemeinnützigen Bereich, Ehrenamtskultur, da sind die Sportvereine gerade in unserem Land, gerade in Deutschland, unverzichtbar.